Da sehen Sie schon, gigantisch groß. Hat auch gewisse Vorteile, denn sehen Sie, seit 100 Jahren erzeugen wir Radiostrahlung. Die senden wir inzwischen jetzt dann auch zum Mond, wie Sie sehen werden im Februar, aber überall hin. Seit 100 Jahren senden wir Radiostrahlung in das All. Mit all dem Palaver und all dem Furchtbaren, was da alles erzählt wird. Ja, der Trump, wenn der mal wieder was sagt, geht raus ins All. Kann man nicht aufhalten. Fliegt raus ins Universum. Wenn da ein Außerirdischer zuhört, der muss ja sonst was denken von uns. Also man sollte sich vielleicht vorher überlegt haben, was man sagt. Ja? Weil die Außerirdischen, die kriegen ja dann eine schlechte Meinung. Die sagen, ja, da müssen wir was dagegen tun. Die sind ja gemeingefährlich auf dieser Erde. Ja, es ist schon so. Zum Glück ist das Universum und die Milchstraße groß. Und die Radiostrahlung, die seit 100 Jahren auf dem Weg nach draußen ist, ist halt 100 Lichtjahre weit gekommen. Und 100 Lichtjahre ist dieser kleine blaue Punkt. Ist nicht sehr weit. Zum Glück ist die Milchstraße sehr groß und damit haben wir da erstmal noch kein Problem, aber später kann es eins werden. Ja, und neben diesen 100 Milliarden Sternen in dieser großen, gigantischen Scheibe findet man um jeden Stern auch Planeten. Hier sehen Sie einige Beobachtungen von Planetensystemen. Die Planetensysteme hat beobachtet und dann hat man eben die entsprechend so zusammengebaut in dieser Animation. Und was da so wurlt und wuselt, das sind alles beobachtete Planetensysteme. Da wimmelt es nur so von Planeten im All. Es gibt mehr Planeten als Sand auf der Erde, Sandkörner auf der Erde. Und dann ist es wunderbar, dann kann man sagen, okay, ja, die sind alle aus Sternenstaub gemacht zum großen Teil. Können wir dann da nicht mal dann uns ein schönes Planetensystem raussuchen und da wandern wir hin, ja, wenn die Sonne untergeht. Und das Interessante ist, also erstmal der ganze Aufwand. Ich hab mir schon immer Gedanken gemacht, es gibt ja diese Idee, dass wir die Einzigen sind. Also aus irgendeinem Grunde, der Mensch, die Menschheit, die Erde, Leben ist nur auf der Erde entstanden. Aber ich muss Ihnen sagen, weshalb dieser ganze Aufwand mit 100 Milliarden Sternen in jedem Planetensystem, wenn es nur ein einziges Mal gelänge, dass Leben entsteht? Also ein bisschen viel Unfug drumherum. Ich würde mal sagen, Leben entsteht wahrscheinlich überall und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das Leben woanders auch entdeckt haben. Aber egal, wir wollen ja vielleicht selber wohin wandern und drum sollten wir uns einen Stern suchen in der Nähe, denn so weit wollen wir ja nicht fliegen. Und tatsächlich, der nächste Stern heißt Proxima Centauri. Klar, im Alpha Centauri-System und das ist dieser kleine rote Stern. Der ist etwas kleiner als unsere Sonne und das ist gut so, denn die kleinen Sterne, die haushalten mehr mit ihrer Energie, verbrauchen die nicht in 10 Milliarden Jahren und deswegen leben die wesentlich länger. Ja? Unsere Sonne ist nach 5 Milliarden Jahren schon Schluss. So ein Stern lebt 100 Mal länger. Da kann man es vermasseln und wieder von vorne anfangen, das ist gar kein Problem. Das ist das Schöne an so einem Stern. Und darum sagt man ja, okay, warum nicht Proxima Centauri zu diesem schönen kleinen roten Zwergstern? Warum fliegen wir da nicht hin? So ähnlich schaut es da aus. Man weiß es ja nicht genau, aber man weiß, dass es um diesen roten Zwergstern herum einen Planeten gibt, der wohl eine erdähnliche Form hat und eine Erde in der habitablen Zone, da wo man Wasser, flüssiges Wasser haben kann. Und das wäre doch ideal. Also könnten wir da nicht hinfliegen? Nun, das Problem ist zunächst einmal, Sie müssen überhaupt Proxima Centauri finden. Ja, ich habe gesagt, wir haben 100 Milliarden Sterne. Ich meine, wo fliegen Sie da hin? Ja, GPS gibt es im Universum, so viel ich weiß, noch nicht. Also Sie müssen genau hier hin. Da, das ist er. Nicht das große, dicke Ding, sondern der kleine, rote Stern. Und wenn Sie es vermasseln, dann fliegen Sie zufällig zum Mars, weil der auch groß ausschaut. Also das ist schon mal das eine Problem, dass man da auch hinfindet. Und das zweite Problem ist, ist halt doch riesig groß. Ja, also wir haben, wenn man die schnellste Sonde, die wir jemals gebaut haben, ist die Voyager-Sonde. 62.000 Stundenkilometer fliegt die. Und wenn man mit dieser Geschwindigkeit zu Proxima Centauri fliegt, sind etwa 4 Lichtjahre entfernt, der nächste Stern, was meinen Sie, wie lange braucht man da? Ich habe das vor kurzem mal gefragt, hat eine Dame gesagt, ein Leben. Ein Menschenleben. Was meinen Sie? Menschenleben? Halbes Menschenleben? Länger. Sehr gut. Also ja, super. Schon vorgebildet. Ja, ich muss hier aufpassen, weil Sie wissen ja sonst schon so viel. Nee, Sie haben vollkommen recht. Wissen Sie, wie lange man braucht? 74.000 Jahre. Amen.
schon gewaltig, ja. Das sind 1000 Generationen. Das heißt, sie fliegen los. Nach 3 Generationen haben die vergessen, warum sie losgeflogen sind. Auf der Erde hat man die Landerampe schon lange abgebaut, einen Vergnügungspark hingebaut, vielleicht eine Whitebox, weil die haben ja auch vergessen, dass da welche unterwegs sind, ja. Und dann ist man, ich weiß nicht, ob man sich da nicht schon lange umgebracht hat, nach 1000 Generationen kommt man dann da an, ja. Dann ist der Planet besetzt, dann kann man weiterfliegen. Also es ist für mich nicht realistisch, dass wir in das Weltall hinausfliegen, sondern wenn unsere Sonne untergeht, dann werden wir auch untergehen. Das ist für mich klar. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, ist ja furchtbar traurig, das Universum hat dann seinen Sinn verfehlt, der Mensch ist untergegangen. Aber ich würde mal sagen, muss nicht sein, denn es gibt so viele Planetensysteme, dass es eigentlich nur unser eigenes Problem ist, ja, und nicht das Problem vom Universum, ob wir untergehen oder auch nicht, ja. Und ja, ich möchte Ihnen auch sagen, dass es keinen Sinn macht, dass uns ein Außerirdischer besucht. Sehen Sie, wenn Sie 100.000 Jahre unterwegs sind, ja, ein Außerirdischer lebt vielleicht 10 Millionen Jahre, 100.000 Jahre ist für den nichts, ja, dann kommt der halt alle 100.000 Jahre vorbei. Aber wir bringen uns ja schon nach 1000 Jahren um. Ich meine, von daher werden wir die nie erleben. Ja, vor 2000 Jahren hätte man nie gesehen, dass das ein Außerirdischer ist, der kommt. In weiteren 2000 Jahren existieren wir nicht mehr. Wenn die in 100.000 Jahren vorbeikommen, haben wir nichts davon. Also die Tatsache, dass kein Außerirdischer jetzt zu sehen ist, beweist gar nichts. Ja. Das wäre denn die höchste denkbare Geschwindigkeit? Ja, man kann mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, aber das kennen wir nicht, weil da braucht man sehr, sehr viel Energie. So viel gibt es nicht. Und das andere ist, auf der Erde altern die trotzdem so. Ja, ich meine, die brauchen trotzdem 70.000 Jahre. Und wenn wir dann zurückkommen, haben die uns schon lange vergessen. Ja, das ist nach 1000 Generationen. Ja, jetzt kann man sagen, ist aber trotzdem irgendwo schade, wenn all diese Sterne vergehen mit der Zeit, hört dann das Leben oder hört dann dieses alles auf. Und das Schöne ist, ist es nicht. Sondern es gibt im Universum und gerade in unserer Milchstraße und in allen Milchstraßen eigentlich einen Zyklus von Kommen und Gehen. Da vergeht etwas, aber gleichzeitig entsteht etwas. Und das finde ich so faszinierend, dass allein schon aus dem Grund kann man Astrophysik studieren. Ja, und zwar ist es aus dem Grunde, wenn Sie sich das anschauen, das ist der Orion. Orion-Sternbild, so wie wir es jetzt am Himmel sehen, wunderschönes Wintersternbild, da sehen Sie die drei Sterne hier, das ist der Gürtel, dann oben die Schultern, unten die Beine, die Haxen. Und wenn man jetzt ein Infrarotbild dieses Himmelsausschnitts macht, dann sieht man Sterne gar nicht mehr. Dann sieht man, was zwischen den Sternen ist. Gas. Wasserstoff, Heliumgas aus dem Urknall und dann noch ein zusätzliches Element, Sternenstaub. Diese kleinen Staubkörnchen, die auf die Erde fallen. Das ist zwischen diesen Sternen. Von denen gibt es unendlich viel. Die Tatsache, dass wir immer nur Sterne sehen und nicht, dass da drinnen ist, einfach nur dazwischen ist, dass wir keine Infrarotaugen haben. Im Infraroten schaut das Universum ganz anders aus. Und dieses Gas, macht etwas ganz Besonderes. Hier sehen Sie dieses Wasserstoffgas wieder als Wolke. Im sichtbaren Bereich ist es nur ein riesiger Schatten. Der ist tausende, sagen wir mal, ja, ich würde mal sagen, 100 Lichtjahre groß. Macht man ein Infrarotbild, sieht man eine riesige Gaswolke, die da leuchtet. Und die Frage war immer, was leuchtet denn da? Die besteht aus dem Wasserstoff und dem Helium und den Urbausteinen, aber die bringen die Wolke nicht zum Leuchten. Wasserstoff leuchtet nicht im Infraroten. Es ist etwas winzig klein. Es ist ein kleines Staubteilchen, nicht größer als ein Millionstel Meter. Und von dem Sternenstaub gibt es unendliche Fülle in dieser Wolke und der glimmt im Infraroten, macht Wärmestrahlung. Und der bringt diese ganze große, wunderbare Wolke zum Erleuchten. Und noch etwas anderes sehen Sie hier oben, sehen Sie einen hellen Fleck. Das ist ein Nest aus jungen Sternen. In diesen Wolken entstehen neue Sterne. Die sind jung, das heißt gerade mal eine Million Jahre alt, also Babys noch sozusagen. Und in dieser Wolke, man sieht hier noch ein, ich hoffe, da kann man sehen, ja, ein weiteres Sternentstehungsgebiet. Jetzt ist es ein bisschen zu weit gegangen. Ein weiteres Sternentstehungsgebiet, die Sterne haben hier ein Loch in ihre Wolke gebrannt und dieses Loch kann man diese jungen Sterne studieren und versuchen zu verstehen, was da passiert. Und dann findet man um diese Sterne herum eine dunkle Scheibe. Eine Scheibe aus Wasserstoff
und Helium und einer unendlichen Menge von diesem Sternenstaub, der schon in der Wolke da war. Und der Sternenstaub hat sich angesammelt um diesen Stern herum und bildet eine Scheibe so groß wie ein Sonnensystem. Und in dieser Scheibe passiert jetzt etwas ganz Faszinierendes aus diesem Sternenstaub. Das ist also, vor 30 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt und seitdem haben wir das als Experiment unterm Bett. Haben Sie schon mal unter Bett geschaut? Da gibt es Staub, ja, bei uns aus wissenschaftlichen Gründen. Und ich meine, wenn man den jetzt nicht wegsaugt, was ja die meisten tun, und Sie mal so einen Staubwugel sich anschauen und dann am nächsten Tag wieder runterschauen, dann sehen Sie, der wächst. Ja, also bei denen, die halt da aus wissenschaftlichen Gründen den liegen lassen. Und wenn Sie jetzt 1 Million Jahre warten mit Ihrem Staubwugel, dann ist daraus ein kleiner Planet geworden. Und das machen dieser Sternenstaub hier in diesen staubigen Scheiben um die Sterne herum. So ähnlich schaut es dann aus. Die Wolke fällt in sich zusammen, bildet eine Staubscheibe und aus dem Staub herauf wachsen Planeten. Und so wissen wir, dass jedes Jahr ein Planet und ein Stern irgendwo stirbt in unserer Milchstraße von 100 Milliarden Sternen, aber dass jedes Jahr woanders in der Milchstraße ein neuer Planet und ein neuer Stern geboren wird. Und ich finde das faszinierend und schön, das Kommen und Gehen. Und wir sind Teil von diesem gewaltigen Zyklus. Nur, dass Sie mal das so verstehen. Und jetzt möchte ich Ihnen aber doch zeigen, wo kommt denn der Sternstaub her? Habe ich ja immer noch nicht erklärt. Natürlich aus einem Stern, aber nicht aus unserem Stern. Unsere Sonne, die ist zu klein, die macht aus Wasserstoff Helium und dann wird sie schon zu einem planetarischen Nebel und verglimmt. Da braucht man diese großen, dicken Sterne, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die eben so groß sind. Hier ist nochmal zum Vergleich die Sonne als Punkt zu sehen. Die sind halt wesentlich größer, wenn man so will. Und diese Sterne machen etwas ganz Besonderes. Die wandeln in ihrem Inneren nicht nur aus Wasserstoff in Helium um, sondern verbrennen das Helium weiter zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Silikaten, das sind die Bausteine der Erde, Eisen. Und das häufigste Element, was man findet in diesen Sternen, ist hier dargestellt, das ist der Sauerstoff, der Kohlenstoff und der Stickstoff. Das entsteht am häufigsten in diesen Sternen. Und das sind die Bausteine des Lebens. Und doch etwas passiert, was ich total faszinierend finde. Diese großen Sterne, die speichern jetzt nicht diese Urelemente des Lebens im Inneren, sondern die explodieren am Ende ihrer Entwicklung. Die werden zu einer sogenannten Supernova und leuchten für eine Woche heller als all die 100 Milliarden Sterne der Milchstraße zusammengenommen und dann verlöschen sie. Und dabei schleudern sie diesen wunderschönen Sternenstaub hinaus in das All. Und wenn man sich dann diese Supernova anschaut, sieht man genau diese Elemente und den Wasserstoff als das Urelement. Und woher weiß ich, dass das nun der Sternenstaub ist? Nun, ich sehe das, wenn ich mir hier mal die Chemie des Menschen anschaue. HOCN. Dann ist es genau die Zusammensetzung des Gases und des Staubes, der von diesen Supernova herausgeschleudert wird. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass wir Sternenstaub sind und aus den Sternen hervorgegangen sind. Und ich meine, für mich ist das einfach faszinierend und wunderschön. Da fühlt man sich schon mal gleich ganz anders dann doch besser. Und darum würde ich mal sagen, ich muss ja zum Ende kommen, sonst schimpft der Ugo. Ja, also wenn Sie mal wieder eine Sternschnuppe sehen, ja, dann denken Sie daran, dass da ein Stückchen eines Sterns auf die Erde fällt, das aufleuchtet und dass Sie zu diesem leuchtenden Sternenstaub gehören und Teil dieses Universums auch sind. Und wenn man dieses Gefühl entwickelt, wir sind Teil von diesem wunderschönen Ganzen, dann wird die kleine blaue Erde auf einmal wunderschön klein und ein Raumschiff, auf das man aufpassen muss, wo all dieser ganze Kram und dieser Streit unwichtig wird, weil es viel Größeres gibt, was viel wichtiger ist als unsere Querelen da auf dieser Erde. Man sieht die Erde unter einem anderen Blickwinkel und ich hoffe, dass Sie auch dieses Gefühl entwickeln, wenn Sie mal da rausschauen. Und jetzt, der Ugo, der schaut schon so, jetzt höre ich am besten auf. Vielen Dank fürs Zuhören.